20 Mann. Vielen Dank dafür. Denkt dran, Tiger sind Waffen zum Thema Unterbild. Ja, neben mir die nette Band. Trust Fate. Hoppla. Stellt euch doch einfach mal alle vor. Und Bex. Also, mein Name ist der Freezer. Hallo. Hallo. Wir haben im
die alle die gleiche Position, das heißt Gesang und Gitarre. Hallo, ich bin Chris. Ich bin für die Leadgitarre zuständig, für geile Licks und coole Fills und singe natürlich genauso mit. Also man muss jetzt sagen, der Freezer links von uns ist natürlich etwas sehr bescheiden. Er ist natürlich der Frontmann der Band, ja, und damit auch die Stimme der Band. Ich persönlich bin Alex, auch Background-Gesang und Bass. Ja, ich bin Sascha, ich bin auch Background-Gesang und ich spiele nebenbei noch Klavier. Und das einzige Mädchen der Band? Ja, ich bin die Mella und ich spiele das Schlagzeug. Wie ist das so für dich als Mädchen so unter den ganzen Buben? Ja, ich hab's im Griff, würde ich mal sagen, ne? Das ist eine Antwort, die höre ich gerne. Zustimmung, alles klar. Erzählt mir mal ganz kurz, wie seid ihr eigentlich entstanden? Wie lange gibt es euch schon? Also uns gibt es theoretisch seit April 2008. Das ist noch nicht so lange. Wir haben uns dann kurzerhand zusammengerauft und gefunden. Und offiziell gibt es uns seit Januar. Seit Januar. Wir sind etwas sporadisch, weil es ist so peu à peu ist jedes Bandmitglied dazugekommen und vollständig in dieser Besetzung sind wir seit Januar 2009 und das ist quasi so für uns das offizielle Entstehungsdatum. Und wer gehört so, ich sag jetzt einfach mal, seit dem Urschleim dazu? Robert und ich, wir kennen uns schon, also Robert alias der Freezer, wir kennen uns schon seit der 5. Klasse und machen seitdem auch fast schon zusammen Musik. Und seit April 2008 ist auch Chris dazu gestoßen, dass wir irgendwie zusammen durch das Studium Musik gemacht haben. Und aufgrund von Schlagzeugmangel ist dann im Dezember Melanie dazugekommen. Und das war uns immer noch nicht genug, also brauchten wir auch noch einen Tastenspieler. Und also kam im Januar Sascha dazu. Und wer von euch ist eigentlich auf dieses geile Logo gekommen, muss ich direkt mal fragen. Du hast ja die, Band-T-Shirt so angepriesen mit dem schönen Aufdruck. Wer von euch hatte da, sag ich mal so, die Idee dafür? Ich nicht. Dann zeige doch mal auf den, der es war. Ich weiß es gar nicht, ich würde in die Richtung tippen. Richtig, genau. Also wir haben uns das mehr oder weniger so ausgekaspert nach vielen verzweifelten Versuchen. Natürlich kam am Anfang irgendwie der Bandname. Wir waren da schon recht verzweifelt bei der Suche, bis wir dann eben so auf Trust Fate gekommen sind. Vertrau dem Schicksal, also richtig ein Sprichwort auf Englisch. Und dann haben wir irgendwie gedacht, irgendwie brauchen wir so eine Art Muse. Und die so ein bisschen Rock'n'Roll verkörpert, die das einfach rüberbringt. Und das ist Jane Thunder, die auf dem Muse. Ah ja. Das muss einem ja gesagt werden, aber ist echt interessant, sieht auch echt... DC hat Rosie, wir haben den Thunder. Ey, irgendwas muss man ja haben. Zu dir wollte ich sowieso nochmal kommen. Dein T-Shirt, Zeppelin, ist das symbolisch direkt für den heutigen Abend, weil du hier oder weil ihr hier im Zeppelin seid? Ich sage natürlich ja und ich sage trotzdem, dass ich ein großer Fan bin, wie ich glaube, wir alle hier. Und es ist natürlich eine gewisse Form von Fan sein, mit so einem T-Shirt rumlaufen zu dürfen. Zu dürfen, das sagt natürlich alles. Was ist bei euch denn jetzt so in naher Zukunft geplant, so an Gigs, Platten etc. pp.? Also morgen geht es eigentlich direkt weiter nach Wismar, da haben wir einen Workshop und Auftritt. Beides irgendwie. Und ansonsten ja, CD natürlich in naher Zukunft, hoffentlich, bald. Gibt es da schon Termine für? Ich habe noch keinen. Du hast noch keinen? Hat irgendjemand anders schon einen? Okay, schweigen im Walde. 2012, das ist eine Ansage. Wir freuen uns also alle auf 2012. Wir waren mal bei Sommer 2009. Jetzt nicht zu viel versprechen, Jungs. Wir wünschen uns noch, dass sie zu Weihnachten mit deinem Tannenbaum liegt. Aber ich glaube, auch das wird mittlerweile knapp. Also, Mai 2010. Ja, ich glaube, wir wollen die Leute langsam mal auf Frühjahr 2010 vertrösten. Also, aber dann wirklich. Also dann wirklich. Gut, ja, was bleibt dann noch zu sagen? Außer einen schönen Abend, schöne Grüße von uns allen hier. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann besucht doch einfach mal die Homepage der Jungs und Mädels. www.trustfate.de oder auf MySpace, myspace.com/bandtrustfate. Ja, genau. So, dann alle mal winken und euch noch einen schönen Abend. Tschüssen.